Hallo zusammen. Seitdem ich bei der Zusi3-Entwicklung mithelfe, ich bin erst verhältnismäßig spät dazugestoßen, so etwa 2012. Bei kuriosen Bugs und sonstigen Merkwürdigkeiten, die packe ich mir immer in so eine Screenshot-Sammlung. Und jetzt mit der zu Ende gehenden Beta-Phase von Zusi3 ist mal der richtige Zeitpunkt gekommen, um diese Screenshot-Sammlung mal auszupacken und ein bisschen was zu zeigen. Also quasi Fehler in den Programmen und Datenbeständen, die es leider nicht mehr in die erste Vollversion geschafft haben, weil wir sie vorher ausgeräuchert haben. Als Beta-Tester arbeitet man ja immer so ein bisschen in Chaos und Anarchie. Hier zum Beispiel, das war die erste Version des Simulators, nachdem Carsten Hand angelegt hatte an das Thema Nachladen und Performance-Verbesserung. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, damals die ersten Demo-Versionen, wenn man da die Modulgrenzen überfuhr, dann ruckelte das immer beim Nachladen. In der Demo war das noch halbwegs erträglich, weil die bestand ja nur aus drei Streckenmodulen. Allerdings war uns klar, dass das also für die Vollversion so nicht bleiben konnte, wenn man alle 7 Kilometer dann den Simulator dabei beobachten würde, wie er sich zu Tode ruckelt. Das musste also geändert werden, damit das ein bisschen smooth dann lief. Das hat auch einige Zeit gedauert, bis Carsten das dann hintereinander hatte. Im gleichen Atemzug hat er diese automatische Reduzierung der Horizontreichweite entwickelt. Und die erste Simulator-Version, die wir dann als Beta-Tester danach auf den Tisch bekamen, die sah dann bei uns so aus. Carsten schwor Stein und Bein, dass das bei ihm alles funktionierte. Aber bei uns eben die Performance grottenmäßig und der Simulator nicht in der Lage, den Himmel darzustellen und alles irgendwie so eine merkwürdige Götterdämmerung. War auch nicht übermäßig stabil, also wenige Sekunden nach diesem Screenshot, dann verstarb der Simulator dann immer einen grausamen Tod. Es hat danach noch einige Zeit gebraucht, bis das dann alles so weit stabilisiert war, dass das wieder benutzbar war. Dann hatte ich irgendwann den Auftrag abgefangen, mach mal Screenshots für die Dokumentation. Und unter Windows macht man ja Screenshots von einzelnen Fenstern, indem man die Taste Alt und dann die Drucktaste auf der Tastatur drückt. Das habe ich gemacht. Und das Drücken der Alt-Taste führte dann dazu, dass also bei diesem Fenster hier dann mehrere UI-Elemente plötzlich dann verschwanden und die kamen wieder, wenn man die Alt-Taste losließ. Das war quasi eine unbeabsichtigte Screenshot-Verhinderungsfunktion. Musste Carsten dann auch Hand anlegen. Ja, der hier hat sich einen Platz an der Sonne gesichert gehabt. Ah, das Auto. Ja, und der Bahnübergang, der war damals auch nicht funktionsfähig. Aber es geht hauptsächlich um das Auto. Also, Auto zeigt hier so von der Bahn weg. Und wir nähern uns jetzt etwas weiter. Plötzlich steht das Auto so. War also in seiner LOT-LS3-Datei dann um 90 Grad verdreht verknüpft. Ja, das war der Zug, der dann einen meiner Fahrpläne da immer nachhaltig lahmlegte. Der wähnte sich im Bahnhof Kassel Hauptbahnhof schon, obwohl er sich noch im Bahnhof Kassel Wilhelmshöhe befand. Und dann kam regelmäßig alles zum Stillstand. Lag daran, dass hier hinter dem Hauptsignal noch ein Bahnsteigendeereignis dann lag, was er dann dem Bahnhof Kassel Hauptbahnhof schon zugeordnet hat. Also, liebe Kinder, bitte nicht nachmachen und darauf achten, dass die Bahnsteigendeereignisse spätestens am Standort des Hauptsignals dann liegen. Alles andere kann zu Bruch führen, wie hier. Dann relativ spät, kurz vor der ersten Vollversion, haben wir dann noch die zufälligen Ersatzsignale in Betrieb genommen. Und ich habe da eine Testfahrt unternommen und kam im Bahnhof Liebenau dann vor so einem Signal da zum Stehen. Und aus dem Augenwinkel sehe ich, Moment mal, der hat gerade das Ersatzsignal eingeschaltet und da hat sich doch irgendwas bewegt. Dann habe ich da reingeschaut in das Signal und siehe da, jawohl. Wenn man das ZS1 einschaltete, wurde hier gleichzeitig auch irgendwie so eine Blende, so ein Blech da auf die Stellung HP1 umgeklappt. Das durfte so nicht sein. Es war ein alter Fehler in den Signalen. Liebenau ist ein sehr altes Zusi3-Streckenmodul. Es ist eines der Frühwerke von dem Kollegen Poschmann. Da waren noch einige Altlastenfehler dann verdeckt. Ja, wir kreuzen Nummer 2 an. Sie dürfen vorbeifahren am BÜ N1 des Bahnhof Arnsberg. Hier war also das Ausfahrsignal N1 in Arnsberg dann falsch deklariert als Bahnübergang.
Und Susi funktioniert ja nach dem Prinzip Garbage in, Garbage out. Wenn man also ein Ausfahrsignal zum BÜ erklärt, dann schreibt er auch BÜ in den Befehl rein. Ja, die Drehscheiben im alten Bahnbetriebswerk Kassel wurden offenbar schon längere Zeit nicht mehr benutzt. Es war allerdings keine Absicht, dass das so aussieht. Deklarationsfehler. Und was auch sehr nervig war, hier diese überzähligen Grenzzeichen aus den falsch erkannten Weichen in dieser Drehscheibe dann daraus zu popeln. Das hier war eine Lady Gaga-Weiche, so nenne ich sie. Lady Gaga hatte ja irgendwann 2009 mal erklärt, sie habe beides. Diese Weiche hat auch beides, Elektroantrieb und ein Handstellhebel. Ja, das war ein Ding, da habe ich ein bisschen blöd geguckt, als dann hier von rechts nach links ein einzelner Wagen über die Brücke kam. Das kann einem gelegentlich passieren, wenn der Simulator im Ladeverzug ist. Hier war also der Rest des Zuges dann noch nicht geladen. Das war kein entlaufender Wagen, aber es sah so aus. Es war relativ ulkig, als der dann hier über die Brücke alleine gefahren kam. Ja, hier war dann mal eine 3D-Editor-Version. Da stand dann mal unmotiviert irgendwas von RA 10 in der Gegend. Musste Carsten dann auch beheben. Das hier war eine Version des Fahrzeugeditors, wo dann plötzlich die Fahrzeugreibmasse in Gramm statt Tonnen angegeben wurde. Da kamen solche Zahlen hier dabei raus. Boop. Ja, da muss man ein bisschen drauf aufpassen. Kann einem passieren, dass er also auch mal solche Huckel einbaut. Ach ja, Göttingen. Göttingen war versehentlich, die Schnellfahrgleise waren zu tief angelegt worden. Dann ergab sich hier in dem Bahnsteig hier so ein markantes Gefälle. Und ich habe dann Hand angelegt und habe diese SFS-Gleise dann nachträglich höher gelegt. Unten also der alte Höhenverlauf und oben neue Höhe. Das wie war so ein Zwischenzustand dann. Hat auch so ein, zwei, drei Tage oder so gedauert. Dann war das ordnungsgemäß danach hochgelegt. Das hier war ein bisschen unplausibel signalisierungsmäßig. Wenn hier grün ist, kann da nicht rot sein. Das hier war eine Simulatorversion, wo dann irgendwie beim Führerstand nur der halbe Bildschirm funktionierte. Andere war immer schwarz. Dann hier wieder ein Problem mit irgendwelchen Beschriftungen. Da kamen dann nur noch Hieroglyphen hier an. SH2-Scheiben waren bei uns auch mal eine ganze Zeit lang, noch bis kurz vor der ersten Vollversion, als Ziel einer LZB-Teilblock-Fahrstraße möglich. Habe ich dann auch irgendwann beseitigt, diese Fahrmöglichkeiten. Ist das hier richtig? ZS3 Kennziffer 5 mit HP1? Nein, ist es nicht. Ah genau, das war kurz nachdem diese Pappkameraden erfunden worden waren, diese Reisenden. Im Bahnhof Paderborn war es so, dass also das Bahnhofsgebäude und der Bahnsteig zumindest in Teilen eine Einheit bildeten. Und bevor diese Reisenden erfunden waren, war es ja völlig in Ordnung, dass man dann das alles in ein einziges Mesh-Subset gepackt hat und da dann die Deklaration Bahnsteig eingestellt hat und es war ja egal. Nur das führte dazu, dass dann, als die Reisenden dann existierten und die entsprechende Funktion, um die dann einzubauen in die Strecke, dass sie dann auf alle waagerecht stehenden Flächen, die die Deklaration Bahnsteig enthielten, wurden die dann aufgepflanzt. Und alle waagerechten Flächen meint alle waagerechten Flächen. Und deswegen verteilten die sich hier zum Sit-in auf dem Dach. Das hier war ein Zwischenstand, nachdem wir die Darstellungsqualität der Kleineisenteile in den Weichen verbessern wollten. Man denkt, man tut ein gutes Werk und dann tauchten im ganzen Netz dann so Altlasten auf, wo sich dann rausstellte, wie hier, dass da die Weichen nicht korrekt in die 3D-Landschaft eingebunden worden waren. Musste man dann nacharbeiten. Ja, das hier hat wahrscheinlich keiner von euch gemerkt, aber ihr hättet es merken können. Und zwar noch lange Zeit nach der ersten Demo-Version war ein versehentlicher Schnellfahrstreckenabschnitt im Modul Langeland enthalten. In diesem Bereich ließ die Strecke also 280 km/h zu
Und ich habe das dann spaßeshalber hier mal mit dem ICE Probe gefahren, bevor ich es dann beseitigt habe. Ja, hier hatte sich der Kollege zunächst gefreut. Er wollte hier irgendwie dieses Leute-Aufhörsignal, weiß ich nicht, was das durchgestrichene L eigentlich bedeutet, ist ein altes Signal, wollte er noch auf der Textur unterbringen, freute sich, dass da eine freie Fläche noch war. Nur die freie Fläche war die Hintergrundebene für die LF7. Und dann sahen alle LF7 in der ganzen Simulation danach dann so aus. Musste er sich dann eine andere Stelle auf der Textur dann suchen. Das hier war eine Simulator-Version, wo sämtliche Radio-Buttons dann einmal fehlten. Das behinderte den ordnungsgemäßen Ablauf dann natürlich schon sehr, wenn man hier nicht wählen konnte, Reisezug oder Güterzug. Ja, das war ein Ding. Als ich einmal aus unerfindlichen Gründen in Kassel-Rangierbahnhof mit meinem Güterzug buchstäblich gekentert bin, der nahm also eine immer bedrohlichere Schräglage dann ein. Und irgendwann war der ganze Spuk dann allerdings vorbei. Das war auch nicht reproduzierbar, das ist ein einziges Mal aufgetreten. Ich weiß nicht warum. War schon extrem kurios. Ja, Stadt Meschede hat groß in Tunnel investiert, irgendwie von Freinol einen Tunnel gegraben, unter Wennemen durch, bis, weiß ich nicht, hinter Meschede. Das hier war mal eine interessante Zusi-Display-Fehlermeldung. Also es passiert ja nicht oft, dass der irgendwie Störung, Störung, Störung plärrt. Und das hier war dann das eine Mal, wo das mal wirklich interessant war, als er dann nämlich ein angeblich unbekanntes Zugbeeinflussungssystem erkannt hat. Und zu dem Zeitpunkt hatte gerade Carsten dann entschieden, unsere PZB 90, da stand lange Zeit dann Version 1.6 dran. Das wurde auch im String auf der TCP-Schnittstelle dann so übermittelt. Und dann haben wir irgendwann den Nachweis geführt, Mensch, das, was wir hier implementiert haben, ist aber eigentlich Version 2.0, weil lässt sich nicht mit dem Richtungsschalter betrügen, yada, yada, yada. Und dann hat er das also textlich dann abgegradet auf 2.0 und das führte dazu, dass dieses Zusi-Display dann das Zugbeeinflussungssystem nicht mehr erkannte. Und dann brachte er Störung, 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 diese Meldung. Ein zweifelhaftes Signalbild. Ja, was ist hier nicht richtig? Also, wir sind in Fahrstufe 0, haben aber trotzdem ausweislich des Zugkraftanzeigers Zugkraft. Sind also irgendwo im Niemandsland zwischen Fahrstufe 0 und 1 auf Fahrstufe 0,5 oder sowas. Auch diesen Bug, dass man also mit Auf-Absteuerung Zwischenstufen zwischen den Fahrstufen aufsuchen konnte, hat Carsten dann irgendwann behoben. Und dann habe ich jetzt noch ein paar Bugs, von denen es keine Screenshots gibt, wo aber die Kurzzusammenfassung im Bugtracker einen gewissen komödiantischen Wert hatte und wo heute auch erledigt dran steht. Klicken in die Landschaft selektiert ungewollt Bäume. Klicken auf verknüpfte Landschaftsdatei selektiert ungewollt Signale. Man bekommt einen Bewertungspunktabzug reingewirkt für die Probezwangsbremsungen beim LZB-Prüflauf. Einphasenreihenschlussantrieb. Der Hauptschalter der Lok fliegt raus, wenn sie rückwärts fährt. Der Simulator kann sich bei hydraulischen Getrieben nicht zwischen zwei Gängen entscheiden und pendelt ständig hin und her. Der Autopilot beachtet nach einem Wendemanöver keine Signale mehr und wird zum Geisterfahrer. Abgestellte Wagengruppen ohne Lok bewegen sich bei Zeitraffer. Und dann war da noch der Steuerwagen, der eines Tages die Abfahrt sabotierte, indem er einfach mal die Hauptluftleitung entlüftete. Kurz vorher war der Simulator um neue Führerstandschaltfunktionen ergänzt worden und dabei war was durcheinander geraten, sodass der Simulator dann einen Fahrschalterbefehl als Notaus interpretierte. Und zu guter Letzt noch ein kleines Geständnis. Zusi 3 ist erst kurz vor der ersten Vollversion überhaupt steilstreckentauglich geworden. Ein richtig drückendes Problem wurde das erst, als Hans-Peter Schramms Schmalspurbahn so langsam Gestalt annahm, oder wie hier, das hier soll mal die Steilstrecke von Immelshausen nach Boppard runter werden. Vor dem Bugfix dafür war es so, dass wenn man den Autopiloten einschaltete, der offenbar dann sagte, Scheiße, ist das steil hier. Und dann mal sicherheitshalber den Zug anhielt und dann gar nichts mehr sich bewegte.
Der blieb dann grundlos im Gefälle stehen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Soweit also meine kleine Sammlung kurioser Bugs aus der Zusi 3 Beta-Zeit. Ich bin sicher, wir haben euch auch in der Vollversion noch genügend Fehler übrig gelassen, die ihr dann finden könnt. Also es bleibt spannend, bleibt uns gewogen. Ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns demnächst auf dieser Welle. Tschüss!